Vor allem ist da ja echt nicht viel drin. Das könnte ich eigentlich fast von Hand machen. Aber nur eigentlich. So, also setzen wir das da hinten, damit die Mauer drüber kann. Na, okay. Du tu das mal direkt in die Kiste. Genau. So, das heißt, ich kann das jetzt so in Ruhe lassen und kann weiter entweder töten oder basteln oder sonst was machen, was mir gerade Spaß macht. Richtig? Richtig. Und als erste Beute nehme ich schon mal 4 Stacks Kohle wieder mit. Okay. Ab nach Hause. Und dann werde ich wohl Skynet anschließen. Damit wir langfristig wieder eine Roboternation werden. Du, da. Weil das mit den Fließbändern ist mir einfach zu nervig. Also ja, es mag denn am Ende stromsparender sein und was weiß ich. Weil Fließbänder halt keine Energie verbrauchen. Was aber, ne? Ach, die gehen alle los, um mich zu versorgen. Das ist ja schön. Dass die keinen Strom verbrauchen, ist halt nicht logisch. Und es gibt da extra Mods für. Und ich denke, das wird später auch gefixt. Oh. 13 Turrets schießen bei unserer neuen Basis. Alles okay. Alles okay. Also ja, ich denke, das wird später gefixt werden. Und alle Fließbänder werden auch Strom brauchen. Und dann würde die ganze Rechnung gar nicht mehr aufgehen. Das ist echt super praktisch. So, da kommt noch mein Stahl. Wir brauchen unbedingt MK2 Roboports. Ihr seht ja, wie lange die hier schon Schleife stehen müssen. Hellblaue Tränke sind wieder ein Problem. Woran mangelt es denn? Am Stahl. Da ist ein grüner Chip. Was macht da ein grüner Chip? Sehr komisch. Du bekommst mal von mir da Stahl und da Stahl. Warum sollst du schneller arbeiten? Weil effektiver nicht ging, ne? Doch, effektiver ging, ne? Boah, aber komm, ne, ist okay. Ist okay. So. Genau, so das läuft auch wieder. Das war nur blockiert wegen einem komischen grünen Ding, das da drin lag. Oh, grüne Chips stauen sich. Das ist jetzt so aber nicht geplant gewesen. Du sollst durchgehend arbeiten können. Ja, nee. Nimm mal hier ein halbes Ärmchen und tu den mal daneben. Genau, da sind nämlich 200 Chips, die darauf warten, verarbeitet zu werden. Komm mal mit. Wir wollen ja keinen Stau hier haben, ne? Braucht irgendjemand grüne Chips? Da, nimm mal 100 grüne Chips. Nimm mal 100 grüne Chips. Und du kriegst mal Speedmodule und du kriegst mal Speedmodule. Die Ärmchen-Dinger hier kriegen auch mal Speedmodule. Ach, habt ihr schon. Aber ihr solltet mal schnelle werden, also schnelle Fabriken. Genau das da, da blinkt schon eine. Du kriegst gleich mehr Speedmodule. So, du kriegst, was kriegst du jetzt nicht? Du kriegst keine grünen Chips ab. Ich sehe doch da andauernd grüne Chips, das ist sehr komisch. Okay, das ist jetzt echt übertrieben, wenn er eh fast nicht arbeitet. Haben wir noch so ein ganz schnelles Ärmchen? Nimm mal das da, dann kannst du vielleicht jemandem was klauen. Naja, ist auch nicht viel besser. Ich hatte gedacht, dass das Ärmchen vielleicht schneller ist als das Ärmchen und dann kriegt es eher was ab. Aber wenn das nicht klappt, dann kann es auch ruhig so eins sein. So, und wir haben eh genug Ärmchen anscheinend. Mach mal so. Die kommen da oben hin, du kommst da. Alles okay. Ich bin gerade nur ein bisschen auf Fehlersuche, einfach weil das tierisch entspannend für mich ist. Das ganze Aliens töten und so. Oh, Fehler gefunden. Ganze Aliens töten, so sind doch ein wenig anstrengend. So, du mach mal mehr. Mach mal einfach die ganze Kiste voll mit Mauern. So. Da sammelt sich der Stein. Hier sind die Platten. Oh, genau, ein kleiner Check, was die Metalltanks machen.
Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Oh, sehr gut. Es ist noch alles okay. Kupfer ist okay, Eisen ist okay und sogar Stahl ist okay. Guckt euch das mal an. Ist das Ding voll? Nee, bestimmt nicht. Ich habe das, genau, ich habe es gedrosselt. Das ist auch okay so. Solange jeder da ist und sein Zeug hat, ist alles gut. So, hier staut sich nichts, da staut sich nichts. Steine werden abtransportiert, die Steinkisten könnten bald ein Problem werden. Ja. Okay, bau mal bitte. Iron Chests reichen erstmal, ne? Ja, bau mal 3 Iron Chests. 1, 2, 3. Lalalalala. So. Das hätten wir da auch. Was sagen die Sludge-Tanks? Sind auf 5, 60% jeweils. Ist okay. Türme sind soweit auch okay. Sauberes Kupfererz sieht gut aus. Sauberes Eisenerz sieht gut aus. Alles sieht gut aus. Und wir haben gleich unseren Piu-Piu-Laser. Da bin ich echt gespannt drauf. So, was sollte ich noch überprüfen? Akkus. Ja, Strom. Ich könnte jetzt am Strom rumtüfteln, bis mir das nächste einfällt, was ich machen könnte. Oh, du könntest abgebaut werden. Das hier kann auch alles weg, oder? Alles noch altlasten. Ja. Weg, 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 weg. Das war mal Kupfer, glaube ich. So. Ah, da fliegt der Schwefel wieder. Genau, ich wollte gucken, wie viele Roboter aktiv sind. Genau, verfügbar. Roboter 170 von 180. Das, wenn die alle fliegen würden, die können inzwischen, glaube ich, jeweils 3 Sachen tragen. Kann ich leider so nicht sehen. Schade. Aber ich könnte es hier nachgucken. Bonus 1, ja. Sie hat schon Bonus 1, also können sie 2 tragen gerade. Nicht die Welt. Aber Masse macht's halt. Und wenn die später noch schneller werden und noch mehr tragen können, dann rentiert sie das schon. Das hier kann dann auch weg. Warum werde ich immer weiter mit den Rohstoffen versorgt? Ich müsste doch langsam alles wieder haben. Na gut. Spielerinventar hat gerade nichts zu tun. Also bau bitte die Lasertürme für die neue Basis. Und hol Stein bitte. Nimm mal von hier, damit sich das Fließband ein bisschen bewegt. So. Steinmauern. Oh, du brauchst richtig viel Stein. Ja, okay. Zack, 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 zack. So. Bau Mauern. Ich hatte mir das schon überlegt mit den Sandmauern produzieren automatisch, was dagegen gesprochen hatte, dass wir Sand auch für andere Dinge brauchten. Ja. Oh, Öl sieht gut aus. Oh, hey, da war was. Ich müsste ganz kurz alles, was ich eben gerade angefangen habe, wieder abbrechen. Du, du, du. Ich hatte hier ein Rohr abgekappt gehabt, weil ich dachte, das wäre was anderes, als es ist. Ich dachte, das wäre eine Verlängerung für zukünftige Bauprojekte hier, aber nee. Das war der Anschluss da dran. So. Oh, grüne Chips, sehr schön. Wasser hält sich auch wieder. Gut, 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 gut. Genau, jetzt wieder. Türme, 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 Türme. Sandtürme werden beschädigt. Ja, da sind die Roboter jetzt bestimmt schon am Fliegen. Aber da könnte ich auch noch mehr bauen. Ah. Kupfer hier ist okay. Türme sind da okay. Lava könnte ich später noch checken. Aber Kohle wollte ich auch noch abladen. Die erste Kohle aus unserer Basis. Warum kriege ich plötzlich so viel Zeug? Ich baue doch auch.
baue doch die ganze Zeit Lasertürme. Ja, das wird's erklären. Vor allem, dass ich Batterien und Stahl bekomme. Warum haut ihr wieder ab? Achso, weil ich mich so viel bewegt habe. Ja. Da ist die Kohlekiste. Bitteschön, 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 bitteschön. Bisschen was hätte ich gerne selber für wann auch immer ich mal Kohle brauche. Skynet, wo bist du? Hier sind Batterien, da sind Roboter, hier ist Skynet. Da. Instant fertige Roboter. Sehr schön. Das heißt, du brauchst Speedmodule. So, jetzt warten wir bis... Oh. Kaum fängt Skynet an zu arbeiten, habe ich da gerade eine Schwankung im Stromdingens gesehen. Aber das werden die 29 Türme sein, die gerade schießen. Was? 29. Ja. Und ein Hund wurde getötet. Okay, ich sollte die Türme, die ich gerade baue... Britzel, Britzel, Britzel. Ich sollte die Türme hochbringen. Nee, ich sollte lieber... mich um die Stromversorgung kümmern. Ich brauche tolle Boiler. Ganz tolle Boiler. MK4, MK5 braucht lila Chips. Die lila Chips hatte ich ausgestellt, weil ich ja Mangelerscheinungen hatte. Die sollten jetzt nicht mehr vorhanden sein, also muss ich die Kiste da wieder anknipsen. So. Doch, da oben komme ich rum. Du. Genau. Die können nicht rein, also machen wir die rein. Weil ich brauche die jetzt gerade. Klick. So. Also, ich brauche die guten Boiler. Für die guten Boiler brauche ich die schlechteren Boiler. Ja, also baue schon mal 3 davon. Damit wir später die 5er schneller herstellen können. Was fehlt dir hierfür? Blaue Chips. Habe ich blaue Chips auch ausgeknipst? Nein, gib mir blaue Chips. Mach du weiter blaue Chips. Gut. Dann macht davon noch ein. Oh. Die ganzen Zwischenschritte, ja. Gut. Und wenn wir gleich die ganzen Boiler haben, dann können wir auch wieder mehr Steam Engines hinsetzen. Weil ich habe ja jetzt extra auf der linken Seite zum Beispiel. War es die linke Seite, oder? Genau. Da habe ich nicht alle Boiler bis ganz nach oben gezogen. Alle Engines. Weil das hier unten halt so eine Clowns-Parade war und nicht alles höchste Tech-Stufe. Das war sowieso alles nur 4er-Stufe, fällt mir gerade auf. Ja, ich sollte vielleicht erstmal alles auf 4 machen, hä? Das wäre ein guter erster Schritt. Brauchen gar nicht erst 5 hier. Warum 4? Oh, das fehlen die Lila-Chips. Ja, ich hätte gerne Lila-Chips. Immer automatisch. Jip, 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 jip. Achso, die sind beim Ditec-Kram, ne? Ja, da. Ich hätte gerne immer 100 Lila-Chips. So. Und wo sind die Boiler? Da. So, du, du, du. 4er, 4er, 4er. Gut, ich hätte gerne noch 2 4er Primary Engines. Blinkt irgendwas? Nein. Da, 2 Stück. So, du bist ein MK1-Pipe, das geht nicht. Ich hätte gern davon welche. Die davor werden auch alle, ja, die werden auch alle aufgestuft werden müssen. Weil sonst schaffen die Rohre das irgendwann nicht mehr. Also bauen noch mal mehr davon. Oh, das Gewehr kann gebaut werden, sehr schön. Dann hätte ich jetzt ganz gerne... die Laser Shotgun, weil ich Shotguns irgendwie mehr vertraue, weil sie 12-mal so viel Schaden machen. 24-mal 20 Schaden. Ja, das klingt sehr schön. Brauche jetzt nochmal eine halbe Ewigkeit. Ja, Geschwindigkeit von Robotern. Ne? Laser Turret Shooting Speed, nee. Bessere Akkus.
Ich glaube, ich sollte erstmal bessere Akkus bauen. Wir sehen es jetzt immer wieder, dass wir diese Spitzen haben. Und selbst wenn ich jetzt ein super duper Energiesystem habe, irgendwann, wenn tausende von Türmen gleichzeitig schießen, werden auch die Steam Engines hinterherkommen. So, bau mal die da oben einfach dran. Mach den Schmand hier weg. Genau, Weltperformance jetzt schon 100%, Temperatur instant 100 Grad. Das ist sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, und die sind alle nur mit 5 Blöcken gefüllt. Das ist schade, das sollte echt geändert werden. So, du Rohr. Bist doof. Tut mir leid, das so sagen zu müssen. Was ist die Wahrheit? Du musst ersetzt werden. Was mit den Rohren? Die sind auch voll ausgelastet. Ja. Es werden jetzt sehr viele Rohre. Obwohl. Die verbrauchen noch gar kein Wasser. Ach so, die sind nur voll. Die sind nicht durchgehend ausgelastet. Okay. Ja, aber das Rohr hier, das ist wichtig. Und der Knick auch noch. Und dann brauchen wir Untergrundrohre. Dann da noch und da noch und da noch. Da noch. Da noch. Vielleicht. Achso, die Fabrik war ganz da hinten irgendwo, ne? Ja, ich mach mal so. Hoff das Beste. Ne, wobei, es wird immer nur vom Tank abgepumpt. Solange der Tank durchgehend Wasser hat, ist alles, was hier hinter ist, vollkommen egal. Das heißt, das, was davor ist, ist wichtig. Also, voll mit Wasser, voll mit Wasser. Voll. Okay, die hier sind voll. Und wenn die Steam Engines jetzt bis oben auch alle voll sind mit Wasser. Nicht voll. Aber ausreichend. Ist okay, ist okay. Also, damit müssen wir schon mal wesentlich mehr Strom haben als vorher. Gut, das hier sind noch MK1. Secondaries. Das heißt, die arbeiten gar nicht, wo sie es könnten. Angriff mit Mauerbeschädigung da unten und Angriff da oben. Ja, es artet aus. Ich sollte die Laserkanone bauen. Bau mal Lasergun. Ich habe durchgehend meine Batterienanlieferung, ne? Ja, gut. Also ich habe auch gleich Munition. Tu die mal dahin. Und geh schon mal außerhalb der Basis, damit du nicht hier irgendwas zu klumpen schießt. Und ja, hier hätten wir Platz, aber wie ich mich kenne, mache ich da trotzdem irgendwas kaputt. Also, geh raus. Oh, noch besser. Ich speichere jetzt erstmal ab und nächste Folge gehen wir raus und testen das. Also, bis gleich.